Hiermit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yooka-Laylee Part 65 schon. Und ja, wir sind hier in der Overworld. Und zwar haben wir eine gewisse Fähigkeit, wo wir hier durchkommen sollten. Und zwar sagten sie, es stinkt hier. Hust! Achtung! Okay, die Luft mündet noch übler als deine alten Unterhosen. Und zwar so. Wir schauen uns, was am anderen Ende ist. Hoffentlich erreichen wir das Ziel. Oh. Gut, eine Page mehr. Ich wollte schon sagen, wieso? Okay, ich habe gedacht, es gäbe hier einiges mehr als nur eine Page. Aber auch gut. Ja, heute werden wir einfach in der Overworld weitermachen. Nicht in der Galeonengalaxie. Ich weiß, dort sind wir noch nicht ganz fertig. Aber wir machen hier in der Overworld weiter. Oh. Was ist denn das für ein Ort? Okay. Und was ist das jetzt? Irgendwo. Oh. Okay, anscheinend können wir hier nicht rollen. Okay, das gibt einen Gegner. Ja, ich lese nicht vor, was er da alles labert. Ah. Okay, das war das G. Ah, ich kann nicht fliegen von hier aus. Ah, stimmt, wir haben ja immer noch ein Herz mehr. Okay. Okay, das Ganze habe ich auch nur vorhin entdeckt, weil es hier so viele Schmetterlinge gab. Und darin wird wohl wieder ein Gegner sein. Oder wäre noch ein weiterer Gegner gewesen. Gut. Wie viele Page haben wir jetzt auf der Overworld? 18! Oh, noch zwei fehlen. Ja. In diesem, oder sehr wahrscheinlich im nächsten Part, werden wir gegen Capital B kämpfen. Oh, gehe ich jetzt in die falsche Richtung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Und zwar haben wir uns hier noch nicht komplett umgesehen. Vielleicht finden wir noch die letzten beiden Pagey. Und sonst gehen wir einfach weiter. Sehr wahrscheinlich könnte es noch mal ein Quiz geben. Ein Schnellquiz oder nicht. Ah ja, hier gibt's eine Türe. Und wir gehen mal hinein. Ja, die Galeonengalaxie und die anderen Levels werde ich in anderen in einem anderen Part dann abschließen. Irgendwann später dann mal. Wie gesagt, ich kann nicht springen. Ich kann nur hin und her. Ui, 7 Sekunden. Nein! Das war so klar. Oh. Das auch. Nein! Das kann's nicht sein. Ich habe einen Ring ausgelassen. So, gut. Jetzt habe ich wenigstens alle Leben wieder. Oh. Genau. Naja, anscheinend gibt's auf dieser Overworld noch mehr zu tun, als ich dachte. Aber gut. Es soll ja nicht jedes Pagey einfach sein, um zu bekommen. Also auf der Overworld waren sie ja bislang sehr einfach. Leider kann man hier nicht rollen. Oh, das war knapp. So, hin und her. Nein, das war die falsche Seite. Ja toll, wie soll das gehen? Also man darf sich eigentlich, glaube nie treffen lassen. Ja toll, das kann ich natürlich nicht, oder? Und da muss ich nicht so. Ja, wenn die sich überschneiden, dann kommt man natürlich nicht weit. Die Zeit ist so knapp bemessen. Ah,
Stimmt, der ist ja so langsam. Und ich kann nach vorne, stimmt, ich kann schneller. Ich kann etwas schneller. Wenn ich nach vorne drücke. Ach, das gibt's nicht. Aber da kann ich es nicht. Hier. So. Nein, das geht viel zu lang. Schade, kann man hier nicht springen. Ja, das war klar. Ich muss immer links. Ja, das konnte ich jetzt nicht verhindern. Ich denke, das wäre das Ziel dort. Wieder mal so ein. Ja. Ich weiß es. Das war klar. So, wir springen nach unten. Boah, ich wollte schon sagen, geh weg. Ah, ich habe gerade noch im letzten Moment gedacht, ja, ich gehe jetzt nach auf die andere Seite und dann hier ist er stehen geblieben. Ja, so. Ist etwas, das wir schwerer werden können. Sind ja Tonikum in der Nähe. Ja. Komm, rede mit mir. Nichts. Naja. Das Problem ist, ich möchte es hier schon gerne machen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Hm.
Danach muss ich da wieder 10.000 Stunden schneiden. Nein, nein, ich übertreibe nur. Aber trotzdem, solange wie ich immer da schneiden muss, wenn ich solche Passagen... Ach. Machen muss. Das funktioniert so nicht. Ah, ich bin in der Mitte stehen geblieben. Ja. Ich finde es wirklich schade, man kann nicht rollen, man kann nicht springen. Man kann höchstens ein bisschen eben schneller sein oder bremsen. So, ich lasse mich überall extra treffen. Jo! So. Ach, immer braucht er so lange. Nein, und der wechselt zu schnell, dass ich weiß, auf welche Seite ich muss. Ja, und super, jetzt sind sie wieder beieinander. Die auch. Ach, das gibt's doch nicht. Wenn ich wenigstens 5 Sekunden mehr Zeit hätte, dann würde ich es sicher hinbekommen. Aber er, Playtonic, ist halt dafür bekannt, der sehr knapp bemessene Spielchen. Ach, da konnte ich jetzt nicht. Mit Spielchen war nicht Zeit. Spiele. Nein! Oh, in letzter Sekunde. Wow. Ich hätte gedacht, dass ich es jetzt doch nicht erreicht hätte. Weil ich gerade 0-0 stand. Aha, hier hinten waren wir natürlich eigentlich gar noch nicht. Beziehungsweise, wir waren ja da drin. Da ist die Galeonengalaxie oder der Eingang zu dieser Welt. Okay, höher kann ich gar nicht fliegen. Da waren wir noch nicht drin. Und hier sind wir noch nicht hin. Die Frage ist jetzt, gut, das sieht eher nach dem Endboss. Also das Pyro vor ihm aus. Dann gehen wir hier mal hin. Oh ja, das Problem war ja... Irgendwo ein Schalter oder so. Das soll wohl Hilfe heißen, hm?
Und wie soll man das erreichen? Ich habe ja nicht unendlich Energie. Aber was wir hier machen, ist halt das Tonikum, dass ich weniger verbrauche. Energie füllt sich schneller auf. Ja. Ich drücke gar nicht mehr. Also, ich habe das gar nicht mehr gedrückt. So, wir werden sterben. Gut. Ein Säurebad ist doch immer gut. Denn wir brauchen alle Herzen. Gut, die Frage ist jetzt... Oh, ich will als letztes hier drin. So, jetzt sollten wir alle Pages auf der Oberwelt haben. Genau. Okay, der Energiestricker fehlt uns noch. Der wäre natürlich für die vorhergehende Aufgabe auch sicherlich nützlich gewesen. Ah ja, das war hier unten. Ich denke mal, ich nehme mir hier alle Herzen. Hervorragend, eine gute Wahl. Jetzt haben wir ein Herz mehr. Genau, oh. Geht denn hier ab? Ich frage mich, wo dieser Energiestricker denn ist. Ich meine, wir haben ja eigentlich alles vor der Overworld bisher gesehen. Außer diesen Bereich hier. Und... Oh! Wenn da schon etwas leuchtet... Dann gehen wir doch dahin. Weil normalerweise ist Travers oder wie er immer hieß, diese Schlange bei diesen Leuchten. Oder es gibt eine Abkürzung. Oh ja, ich kenne den Bereich. Und zwar kommt man hier in Welt 2. Ja. Hier oben war mal eine Peachy. Gut. Ich frage mich aber schon, wo... diese Energiestrecke ist. Aber der ist sehr wahrscheinlich sehr gut versteckt. Sonst hätten wir ihn jetzt schon längst gesehen und bekommen eingesammelt. Das heißt, von Welt 2 kann man direkt hier hin. Nicht schlecht. Kommt man da nach oben? Okay. Und zwar schauen wir uns hier vielleicht noch ein bisschen um. Da kommt man gar nicht hin. Da auch nicht.
Ich frage mich, Playtonic, wieso so eine komische Wand machen? Auch hier. Gut, das Problem ist, vielleicht wird es hier oben weitergehen. Und wenn man hier herumfliegen könnte, dann käme man an Leute, die man nicht sollte. Aber es ist trotzdem sehr komisch. Man hätte die halt so bauen sollen, dass hier oben irgendwie, weiß auch nicht, ein Fels oder ein, naja, ein Energiefeld. Irgendetwas, das einen zeigt, hey, hier kann man nicht weiter. Aber nicht irgendwie eine unsichtbare Wand. Das macht nicht sehr viel Sinn. Finde ich jetzt persönlich. Okay. Naja, aber ich würde sagen, wir schauen es im nächsten Part an, wie den Capital B. Ja, so heißt dieser Typ, den so lebt. Oder besser gesagt, ob das der Endboss sein wird. Oder wie es weitergeht. Ob es wieder einen Schnellquiz geben wird. Oder wie es aussehen wird. Ja, vielen Dank, habt ihr eingeschaltet. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. UK Lely. Naja, das werden wir erfahren.